Hallo und herzlich willkommen zum ersten Spiel der Shadow-Reihe mit dem 1 gegen 1 Duell. Wir dürfen nicht anfangen, scheinen, jo, Clifford gleich als erster Gegner, das ist natürlich wundervoll. Immerhin haben wir eine halbwegs vernünftige Hand. Er scheint den Standardzug zu machen. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir da so machen. So genau machen können wir da an sich nicht. Ich schätze mal, Kräfteraum liegt da. Jetzt müssen wir doch gleich mal gucken. Idealerweise versuchen wir uns das so vorzubauen. So. Wir können auch dafür sorgen, dass er sein Ding nicht aktivieren kann, beziehungsweise abwehren kann. Zumindest, falls wir das gleich anketten dürfen. Gut. Hauen wir das gleich so durch, weil ich mache das jetzt so, um eigentlich nur zu verhindern, dass er den Träger mit dem Opfer dann opfert und dadurch den Trägereffekt auslöst, um uns den Igel wieder hochzugeben. Das habe ich halt eigentlich hauptsächlich deswegen gemacht, damit wir eventuell den Flip-Effekt durchbekommen, weil wir brauchen halt in so einer Situation gegen Clifford auf jeden Fall die Fusion. Er hat jetzt auf jeden Fall noch ein Tool auf der Hand und einen Träger und ein Mono. Das heißt, drei Karten kennen wir. Gleich kennen wir auch die vierte Karte, die er hat. Müssen wir mal gucken. Das heißt, Tool zu zerstören an sich bringt nichts. Er wird noch drei andere haben. Das heißt, er will pendeln und Tool. Und obwohl. Ja doch, theoretisch könnte er pendeln. Allerdings können wir, wenn er pendelt, gleich erstmal alles wegräumen, was halt auch ein Vorteil dadurch ist, dass wir ihm den Träger wieder hochgegeben haben. Das heißt, er wird jetzt wahrscheinlich drei Monster. Oh, warte mal. Na ja, gut, Träger können wir nicht wegmachen, aber wir machen jetzt natürlich klassisch dann bodenlose, sodass er jetzt nur noch einen Kundschafter im Angriffsmodus hat. Und okay. Gut, er weiß noch nicht genau, was wir spielen. Sind jetzt aber allerdings absolut im Vorteil, weil wir können jetzt nämlich fusionieren nächste Runde. Zwar nur zu einer Winner, allerdings ist halt, ja, eine Winner besser als nichts. Beziehungsweise, wir haben ja noch einen Kern, sehe ich gerade, der mir vollkommen entfallen ist. Wir können halt eigentlich alles machen. Das bedeutet, das müssen wir uns aussuchen. Keine Pendelbeschwörung. Pendelbeschwörung müssten ja eigentlich auch als Zauber der Feinkartenbeschwörung zählen. Das heißt, Anomalilith wäre eigentlich ganz praktisch. Allerdings, gut, Christa könnten wir. Das Problem ist, wir können da nochmal Lilith machen. Das würde eventuell sogar gehen. Ein Drache auf der Hand. Müssen wir mal gucken. Obwohl. Ja, machen wir mal Lilith. Also Anomal Lilith halt. Und heben uns den Kern noch auf, weil man weiß ja nie, falls wann man den halt gebrauchen kann. So, Drache-Effekt. Er hatte ein Tool auf der Hand. Also er hat sich eins rausgesucht. Das heißt, er hat maximal noch eins auf der Hand. So. Dann machen wir das so. Gut, Kollapsschlange können wir nicht beschwören. Allerdings könnte es sein, dass wir jetzt so Glück haben. Und wir ihn damit jetzt mit der Bodenlosen halt ausgekontert haben, weil er hat jetzt auf jeden Fall noch einen Killer auf der Hand, also den Tower. Und zwei Karten, die wir nicht kennen. Okay, Schnappstahl ist ziemlich ungeil. Falls diese Karte durch einen Karteneffekt auf den Friedhof gelegt wird. Angriffe sind keine Karteneffekte. Wir haben 10.000 Leben. Wir können uns das leisten erstmal. Müssen wir mal gucken, wie es aussieht. Dass er jetzt natürlich Schnappstahl hat, ist ein bisschen ungünstig.
Okay. Kriegen jetzt 1000 Lebenspunkte. Okay. Wir haben ihn auf jeden Fall erstmal ausgekontert. Wir werden jetzt zwar Anomalylf gleich verlieren wieder. Weil wenn er angreift, müssen wir halt den Effekt von Squamata aktivieren und ja. Oh, das ist natürlich schön, ja, das mache. Das stört uns jetzt nicht, weil jetzt aktivieren wir Kern und holen uns natürlich unsere Fusion wieder. Wenn er nicht angreift, was ich eigentlich hoffe, aber allerdings macht er das anscheinend nicht, schade. Dann hätten wir jetzt nämlich vom Deck fusionieren können, weil er ja ein Extra-Deck-Monster hat. Ein Monster auf dem Spielfeld. Ja, bleibt uns halt keine andere Wahl. Jetzt können wir uns aber eine Zauber- und Fallenkarte wiederholen und holen uns wieder Kern, was ja, doch gar nicht so schlecht ist eigentlich. Also im Endeffekt sind wir wieder bei plus minus null, könnte man sagen. Wir können allerdings jetzt keine Fusion machen, weil wir keine Schattenpuppe haben. Naja, immerhin haben wir eine Feuerhand, die wir so spielen können. Das ist immerhin schon mal praktisch. Also wir haben eventuell jetzt nochmal Glück gehabt, könnte man sagen. So die klassische Glück im Unglück-Situation. Da wir ihn halt mit Bodenlose gut auskontern konnten. Wofür ein Konter halt auch da ist. So. Jetzt könnten wir fusionieren. Und zwar zu was wir wollen. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Wir könnten fusionieren. Kern muss als Schattenpuppe gelten. Das bedeutet, wir könnten Grister machen, angreifen und danach eine Winner draus machen. Was wahrscheinlich am effektivsten ist. Oder warte mal, wir können auch so angreifen, dann heben wir uns die Fusion noch auf und können dann Gristers Effekt gleich noch nutzen. Ich hätte sie jetzt den Kern halt nur in Angriffsmodus rufen sollen. Außerdem, na gut, so sind wir halt aber relativ gut geschützt. Das ist halt auch nicht so schlecht. So. Müssen wir mal gucken, was wir da so treiben. Gut, er konnte nicht mehr machen. Wir hätten jetzt Grister gerufen oder Winder, wäre eigentlich egal gewesen. Und hätten ihn dann halt voll eingebaut. Idealerweise, vielleicht hätten wir sogar Winder rufen sollen, weil die halt nicht durch Karteneffekte von ihm zerstört werden kann. Hilft halt aber auch nicht, wenn dann Dimensionsgefängnis oder sowas kommt. Aber wie man sieht, man kann auch gegen Clifford gewinnen. Und das ist halt auch das, was ich im Clifford Deck beziehungsweise in der Clifford Reihe halt gesagt habe. Ich glaube, das habe ich sogar auch in der 2.0 Version gesagt, dass Bodenlose, die einmal mehr als ein oder zwei Monster erwischt, halt teilweise schon extrem, ja, ich sag mal, tödlich sein kann. Wie man gesehen hat, er wollte auf Tower gehen, also auf Killer. Das konnten wir halt aber abwenden und dadurch ist dann seine gesamte Strategie zusammengebrochen. Es war vielleicht von ihm auch ein bisschen unklug, dass er versucht hat, auf Killer zu gehen. Wäre er anstatt auf Killer, hätte er sich dann das Opfer rausgesucht und hätte dann Träger gependelt. Hätten wir nur Träger wegtrappen können. Er hätte dann immer noch Alias rufen können mit Opfer und hätte dann ein bisschen Damage machen können und hätte noch das Tool auf der Hand gehabt. Allerdings ist halt, wie gesagt, im Nachhinein immer so ein bisschen fragwürdig, wie man hätte optimaler spielen können. Ich würde sagen, es war auf jeden Fall ein recht guter Anfang und ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächsten Duelle und sage mal so viel bis dahin. Bis zum nächsten Mal.